Was bisher geschah? In der letzten Folge sahen sie Folgendes. Unterstützung! Keine Ahnung. Wir sehen Übermacht. Die große Übermacht. Oben und unten, in der Mitte und links und rechts. Und eigentlich überall. Ne, und wir hatten schon in der Pause, hatten wir schon geschaut. Und wir auch auf die Punktzahl hin, habe ich schon gesagt, dass der große Adaptive, der blaue, garantiert schon irgendwo so einen Fatboy hat. Oder Fett, ja doch, Fatboy. Also so einen riesen Panzer, also so eine experimentelle Einheit. Das ist eigentlich sogar eine Fabrik. Eine fahrende, schießende, Fabrik schildgeschützte Fabrik. Mit Torpedo und Luftabwehr und allem. Ja, das ist krass. Ist ein riesen Viech. Ja, und da sollten wir haben schon uns überlegt, wir gehen hier im Norden vor, ich zumindest, und er im Süden. Und dann fangen wir schon mal direkt an aufzuräumen. Und währenddessen, ja, machen wir auf jeden Fall schon mal U-Boot klar und versuchen mal die Seehoheit zu bekommen. Denn ein Fatboy ist auch anfällig gegen Torpedos. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, ich schicke mal direkt meine Einsatztruppe los. Wenn irgendeine Einheit übermäßig lange braucht zum Sterben, dann haben wir ein Problem. So, nur mal so spaßeshalber habe ich die Bomber gerade mal nach unten geschickt, um zu gucken, was da ist. Wenn du es dir leisten kannst, rüste die Dinger mal schnell auf. Beziehungsweise, du hast noch gar keine aufgerüstet, oder? Eine. Das kann ich mir aber nicht leisten. Dann, also... Noch nicht zumindest. Mach das lieber schnell, als das zu lange hinauszuzögern. Okay, wir werden aufgerüstet. Also nicht alle gleichzeitig, ne? Das ist, glaube ich, auch klar. Zu spät. Dann gebe ich dir halt mal schnell ein bisschen Masse. Doch nicht. Moment, habe ich gerade Plus. So, ich störe schon mal die Produktionslinie des Blauen. Er hat Verteidigung. Aber nicht viel. Also die Kanonenbude Tech 2 sind schon richtig geil. Also die räumen gut auf. Ich habe übrigens mal eine hier Raketenabwehranlage gebaut, also für Atomraketen. Reicht allerdings nur für 2/3 unserer Karte. Also ist halt für deine Hauptbasis leider nicht. Wir sollten vielleicht mal noch... Ach, ich baue einfach noch eine zweite. Ich kümmere mich drum. Oh Gott, 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 oh Gott. Weg, 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 weg. Oben ist im Moment eine ziemlich starke Übermacht. Ich komme da nicht hin. Echt? Okay. Ja, die haben... Fast eins mein, schon die haben fast, gut, die haben fast eins meiner Kanonenboote kaputt gemacht. Aber auch nur eins. Oben sammeln sich derweil die U-Boote. Aber ich habe auch gleich einen Tech-2-Torpedowerfer, mit dem sie sich anlegen dürfen. Und der hat mal locker die Reichweite. Ich sehe da eine Menge Luftabwehr. Ich glaube, da sind sogar richtig viele. Oben abgesichert. So, wenn er fertig ist, soll er gleich mal direkt ein Schlachtschiff bauen. Gefolgt von Tech 2 Zerstörer. Gefolgt von einem Raketenschiff. Ja? Nein? U-Boot-Jäger. So. Die dann auf Masse bauen. Rüste mal das zweite Date ich ab. Mein Scharfschützenbot müsste eigentlich schon fertig sein. Ne, ist er nicht. Stattdessen habe ich bald noch eine schwere Artillerie. Okay, dann höre ich da mal auf zu bauen. Und gehe mal auf schwere Panzer, weil die amphibisch sind. Tech 2 übrigens. Ne, wir sollten echt
anfangen anzugreifen, so ein bisschen. Wir dürfen nicht kuschen. Mann, ey, ist das Ding lange zu bauen. Und die U-Boote oben im Norden sind tot. Ja, der arme Tech 1, der wurde gerade weggewichst. Von dem Viech. Ein krasseres Wort gibt es nicht. Und außerdem, fuck. Okay. Bald Tech 3 verfügbar im Seebereich. Okay, das ist auch nicht schlecht. Oha, ich werde hier schon wieder von Artillerie beschossen. Bald Tech 3 verfügbar im Luftbereich. So, und der ist noch im Anfangsstadium. Ich habe echt eine Masse Probleme. Mhm. Wir müssen zusehen, dass wir alle deine Extraktoren aufrüsten. Mhm. Weil die Aufgerüsteten, die bringen 18. Und was bringt ein kleiner? 2. Oh, okay. Gut, dann sehen wir ja. Also im Moment bin ich anscheinend derjenige, der uns hier gerade mit Masse versorgt. Offenbar. Oh mein Gott. Ja, ich baue ja auch gerade schon Tech 3 Massefabrikatoren. Auf Kosten Energie. Könnte ich auch bauen, aber im Moment brauche ich die nicht. Oha, jetzt haben wir ein zu viel. Ein ausschalten. So, ich habe einen Scharfschützenbot, was für eine Reichweite. Boah, das geht ja noch. Der deckt die gesamte Basis ab mit einem Schlag. Weil wir noch einen weiteren Schildgenerator in meinem Viech haben. Wenn ich wüsste, wo da ein Tech 3 Techniker ist. Da ist auch irgendwo einer. Ich sehe ihn nicht. Zwei Techniker. Hm. Alter Schwede, was ist denn da los? Der hat lange gelebt. Oh, die sind am Tanken alle. Meine Sturmstaffel ist übrigens am Tanken. Wir sind die Ehren. Nee. Oh, 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 guck mal. Schlachtschiff on board. Schlachtschiffe gebaut. Kostet mich mal fast komplett Masse. Ich war da minus 201. Aber immerhin, Schlachtschiff ist gut. Das ist schon mal ein richtig... Oha, ich glaube, ich muss meine Anti-Air-Einheiten aufrüsten. Also hier... Sam-Raketenwerfer bauen. Ich habe eine. Aber auch ich habe auch ich habe auch immer noch 23 Tech 2 Einheiten, die hier rumstehen. Dagegen kann er noch nie anstinken. Ja, das ist ein bisschen heftig. Wo ist denn dein eigentlich? Ich suche hier gerade einen Tech 3 Techniker. Wo ist denn der? Warum tanken meine Viecher nicht auf? Oha, da kommen gerade wieder drei Bomber an. Also die machen eher mehr Schaden durch ihre abstürzenden Bomben als mit ihren Bomben halt, also. Aber echt. Voll die Kamikaze-Attacke, ey. So, das sind die Seraphim. Ich habe echt keine Ahnung, wo die sind. Einen habe ich da. Ja gut, dann schicke ich halt den Seraphim da hoch. Ist mir auch recht. Ey. Ihr sollt auftanken. Und ich hole mir mal eben noch einen zweiten Techniker hier. Oha. Der Schildgenerator ist von der Seraphim sogar noch besser als meiner. Wird gebaut. Ja, ich glaube, die sind die besten.
Schlachtschiffe noch eine sehr, sehr lange Weile dauern. Oh Gott, Tech 3 Luftabwehr. Der überlebt zumindest einen Rückflug. Guck mal hier. Jo. Tech 2 Torpedowerfer und meine ganzen Tech 1 U-Boote. Also da alles, was da ankommt, ist innerhalb von wenigen Sekunden einfach zerfetzt. Das ist gut. Bam, voll in das Schild rein. Ich habe ein Problem hier. Wo ist... Okay, meine schweren Panzer werden gebaut. Davon habe ich schon zwei. Also die Masse wird effektiv aufgeteilt bei mir. Echt nur ein... Also entweder sind meine Techniker gerade mittlerweile irgendwo gestorben. Oder ich weiß nicht wohin. Aber auf jeden Fall funktioniert ja das nicht so richtig, wie ich das will. So, die erstmal pausieren. Ich pausiere erstmal meine Kampfschiffe. Jetzt muss ich mir schon Techniker suchen, ey. Oder bauen. Oh, 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 ich bucke, oh, awesome. Ich habe Luftabwehr Tech 3. Also sprich, ich kann jetzt strategische Bomber bauen und Co. Ah. Aber das ich bin auch gerade am Aufrüsten. Ich habe mir hier gerade... Ups, nee, nicht das. Hier baue ich mir gerade eine Station mit ganz vielen Unterstützungsteilen. Das ist nämlich das coole in Sirens. Weiß nicht, hast du auch sowas? Nee, aber im Moment habe ich ein Problem gehabt hier. Warum tanken sie nicht auf? Ach, weil ich keine Masse habe. Oh, fuck. Ey, das klebt so ein Scheiß an Masse. Meine Luftabwehr streikt, weil ich keine Masse habe. Das ist nicht gut. Ich gebe dir mal ein bisschen Masse. Ich habe zwar nicht viel, aber ein bisschen kann ich entbehren. Oh ja, das half gut. Gut, das war der zweite. Jetzt will ich mal einen dritten aufrüsten. Und aus. Jetzt habe ich keine Masse mehr. Wow! Mein alter Schildgenerator ist down. Also von der Energie her. Krass. Was ist denn hier los? Die sind alle wieder aufgetankt. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil ich Masse hatte. Nee, ich habe hier gerade irgendwie extrem viel Artilleriebeschuss. Wow, ja, die haben irgendeine große Artillerie. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße, die machen hier alles kaputt. Wir müssen dringend was tun. Das kommt irgendwo von da unten. Wo denn? Ja, da komme ich auch hin gerade. Scheißdreck, ey. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was für eine Artillerie denn? Das ist eine richtig gute. Schnellfeuer? Weiß ich nicht. Mist, die kommen hier mit Luftabwehr. Fuck. Kann man die Jäger nicht aufsteigen lassen. Ich will jetzt einfach noch mehr Schildgeneratoren bauen und hoffen, dass das reicht. Was? Commander?
Ja, der Commander stand unter Beschuss. Oho. Pass bloß auf, dass er nicht stirbt. Ja. Also wenn ihr Nein hört, ne, also so ein lautes, dann übersteuert ist, dann ist sein Commander gestorben. Wahrscheinlich ja. Nein, die haben den... Okay, das war diesmal nicht der Commander, aber das war ein Schickgenerat und zwar der Beste da gerade. Oh, krass. Okay, ich habe hier richtig Probleme. Kannst du deine Flugzeuge, hast du überhaupt noch Flugzeuge? Ich habe noch Flugzeuge. Ja, können wir mal gucken? Weil die machen mich gerade echt fertig. Okay, ich versuche mal meine... Ja, das sind nur 14. Ich sehe gerade, dein Radar funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß. Oh, jetzt habe ich gerade richtig Minus. Moment, ich fliege mal mit Flugzeugen runter. Um zu gucken, was da ist. Ach, weil mein scheiß Commander repariert wird. Da ist ein Schlachtschiff, Tech 3. Das schießt da gerade. Kein Wunder, ey. So, guck mal, was er alles hat. Das wird meine Staffel nicht überleben. Wir müssen irgendwie das Schlachtschiff zerstören. Ich hoffe, meine 10 Boote reichen dafür. Energiegenerator. So, irgendwas Experimentelles hier. Also ich sehe jetzt nichts Großes bei ihm. Außer ein Quantum Gateway. Und ein Schlachtschiff, das könnte schießen. Das hat eine enorme Reichweite. Ja, das ist es, glaube ich. Ja, das haut aber richtig rein. Da baue ich übrigens gerade auch eins. Ja. Aber es wird nur lange dauern, bis es fertig ist. Ich baue mal wieder diese Kanonenbohr, die waren ganz gut. Und ich versuche mal vergeblich mal meine Masse aufzurüsten. Ist auch nicht, die können nicht über Wasser fahren. Die sind nicht in der Lage, über Wasser zu fahren. Geil. Ja, dann hör auf, die zu bauen. Toll, die müssen... Ja, wenn meine U-Boote nicht gestört werden, dann schaffen sie das tatsächlich, das Schlachtschiff irgendwann mal zu zerstören. Das dauert zwar ewig, was schon irgendwie lächerlich ist, aber... naja. Oh oh. Nicht schon wieder. Vielleicht hört der Schild schon wieder auf. Okay, springt der wieder an. Das gibt's doch nicht. Tja, meine Kampfeinheiten sind nutzlos. Können leider nicht über Wasser fahren. Außer die leichten Panzer, glaube ich, weil die haben Schweben. Ich habe jetzt gar keine Lufteinheiten mehr. Ey, ich habe einen Tech 2 U-Boot-Jäger. Wo kam der denn her? Ach, der baut die. Da wird noch Masse verschwendet. Oh, jetzt haben die da gerade wieder so eine Schildfregatte, ey. Ja, diesmal kann ich da nicht helfen. Aber das hast du gut down gekriegt. Aber die Dinge sind doch immer. Also ein Schlachtschiff auf einer Seite ist richtig gut. Ja. Oh, oh, Energieproblem. Mehr oder minder. Ja, gleich habe ich mehr Masse zur Verfügung. Dann geht da wieder Energie wieder weg. Also Energie habe ich im Moment plus minus null. Ja. Dein Angriffs-U-Boot schafft es, glaube ich, nicht mehr, das zu zerstören. Ja, der Schlachtschiff lebt noch. Ja, ich habe jetzt leider nichts mehr dagegen. Oh Mann. Ich auch nicht. Ich könnte höchstens... Reicht das? Ah, ich habe eine Idee. Nee, es reicht nicht bei mir. Ha, taktische Raketen. Obwohl, die haben, glaube ich, was dagegen. Ich krieg Masse dazu. Cool. Sehr geil.
Ich habe ja einen besseren Schildgenerator in 3, 2, 1. So, und jetzt noch einen Energiegenerator dazu. Uiuiuiui. Oh oh, Energie. Ah! Was zieht mir Energie ab? Das ist nicht gut. Scheiße, sind die Schilde gerade ausgegangen? Meine Schilde fallen gleich aus. Komm, was? geh wieder an. Was zieht mir denn Energie Nein. ab? Da ist doch nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Zwei voll aufgerüstete Schilde. Oh, die machen ernst. Jetzt habe ich wieder Energie. Mann, habe ich viel Energie. Und Energiegenerator 2, der ist... Online oder nicht? Online. So, Tech 3. Nee, stopp. Stopp. Sam. Erstmal Luftabwehr. Ich krieg hier ein bisschen Angst. Ja, ich schaff das ja nicht mehr lange, also. Das wird ja nichts. Ja, du wirst ganz schön. Du stehst echt unter Strom. Nur mit Landabwehr krieg ich hinten. Ich brauch gar nicht auf Landabwehr bauen. Das bringt nichts. Kann ich einen experimentellen Bomber finanzieren? Fast. Ich kann ihn fast finanzieren. Aber wo sind denn... Weil diese verfickten Tech-3-Techniker, ich sehe keinen. Ach, da oben. Kann ich einen Bot finanzieren? Fast. Immer nur fast. Gut, baut ein Tech 3 Energiegenerator. Ich brauche Energie, mehr. Ja! Hat das Kampf ist zerstört. Oh, da unten ist noch eins. Oh. Das sind sogar zwei! Kannst du 5 Minuten halten? Das krieg ich noch hin, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie groß die Folge ist. Mittlerweile. Die neue müsste jetzt 20 Minuten sein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Pause. Okay. Puh, das wird heftig. Also die Schlussphase. Also wir haben das Early Game definitiv gewonnen. Das mittlere, würde ich sagen, haben wir auch gemeistert. Und jetzt im Late Game... Wird schwer. Wird extrem schwer. Und ich habe die Befürchtung, irgendeiner von denen, und ich glaube, der Blaue wird sein, hat einen experimentellen unterwegs zu uns. Die Befürchtung wird irgendwie stark. Aber, So, jedenfalls können sie uns mit Atombomben nicht fertig machen. Ich habe 3 Stationen, die haben alle ein paar Raketen. Ach, das ist dann gut. Immerhin. Ja. Ja, ist die Frage, was bauen wir als nächstes? Sollen wir mit Artillerie versuchen zu kämpfen und die einfach mal so aus der Ferne beschießen dazu? Oder sollen wir halt versuchen, mehr Einheiten zu bauen? Was sehr ich bin dafür, dass wir versuchen zu expandieren. Also immer noch der alte Plan, du Norden, ich Süden. Mhm. Wir müssen nur erst, uns erstmal Luft verschaffen. Ich was auf jeden Fall auch hilfreich ist, ist taktische Raketenstationen zu bauen. Was auch eine habe ich zumindest. Haha. Auf jeden Fall, was auch hilft, ist, statt eine Luftwaffenfabrik 3 oder 4, 5 zu haben. Ja. Oder 10.
Ja, deswegen habe ich eine gebaut mit der technischen Station. Das ist dann so, als ob man ein paar mehr hat. Das stimmt. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Genau. Fortsetzung folgt.